Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Oh, okay, ich kann mich jetzt in beiden Zimmern anschauen. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. Ja, das Ding war ein bisschen im Weg. Jetzt muss ich mich hier erstmal umschauen. Lass mal sehen. Wo finde ich hier was? Wie war das jetzt nochmal? Hexersinne brauche ich, um hier was rauszufinden. Da leuchtet doch schon was rot. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Okay. Es leuchtet nur gelb. Vielleicht würde ich was mitnehmen. Aber es könnte auffallen. Selbst wenn es nicht auffällt. Ich klaue hier nichts. Ah, da leuchtet auch noch was rot. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Könnte auf jeden Fall sein. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Ziemlich, ja. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja, geh ich mal nachschauen. Was findet sich auf dieser Seite? Ein Schrank. Ein kaputter Kerzenleuchter. Jemand hat ihn gegen die Wand geschlagen und ist in den Schrank durchgebrochen. Es wird interessant. Vielleicht gibt es noch mehr Kampfspuren. Mal nachsehen. Hexersinne wieder. Da ist doch. Da sind doch irgendwas. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Aber von welchem? Und wo ist der? Und was finde ich hier noch? Und der Baron musste davon was mitgekriegt haben. Oder hat er etwa seine Tochter geschlagen? Hm, der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Jetzt müsste hier doch irgendwie so eine Art Rauchspur. Rauchspur? Ja, da. So. Hoppala. Das wollte ich nicht. Hier geht's runter. Und zwar zu irgendeiner Planke hier. Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Gehen wir mal wieder zurück zum Baron. Befragen ihn mal zur ganzen Sache. Na, Suche beendet? Schon. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Na, ist mal das mit dem Wein, oder? Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort.
Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Dann muss ich wohl mit ihm sprechen. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Gut. Nettes Hobby. Ziege vögeln. Mach ich auch immer. Und nur Samstag bin ich bis auf den Mittag. So. Uns wird sie schon angezeigt oben auf der Minimap. Dann wollen wir mal. Geh mir aus den Augen. Wieso? Was habe ich denn getan? Was? Sind alle hier so angepisst, störrisch und mürrisch und säuferisch und was ist denn das? Also, Weidler. Nur, ich muss sagen, ich mag keine Dunkelheit, also machen wir es mal ein bisschen heller. So, ist doch schon viel angenehmer. So. Nein, da nicht. Nein, so, nein. Autos in GTA zu steuern sind leichter als dieses Pferd. So, jetzt ab. Einfach mit dem Kopf durch die Wand oder durch die Tür. Ist ja nicht mein Kopf, sondern ein Pferd. Da passt. Also, was uns wohl der Weidler zu sagen hat. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich würde ja davon ausgehen. Na, verdammt, ich muss da rechts hören. Genau. Ich würde echt sagen, dass er sie geschlagen hat. Und dass dann die Mutter eingegriffen hat, beide verschwunden sind. Das wäre jetzt zumindest mein Tipp. Weil die sind sicherlich nicht aus der Burg entführt worden. Das hätte irgendeiner von denen bemerkt und hätte es dem Baron gemeldet. Oh, der Baron, ich denke, er hätte ihn irgendwie belohnt in irgendeiner Art und Weise, dass es meldet, dass die entführt wurden. Und irgendeiner von seinen Männern hätte sicherlich bemerkt und hätte es gemeldet. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also entführt, denke ich nicht. Also aus freien Stücken raus und du gehst nur, wenn es dir nicht gefällt. Also nehme ich an, dass sie abgehauen sind. Beziehungsweise die Mutter der Tochter geholfen hat, weil die Tochter geschlagen wurde. Ich kann es mir nur so erklären, um ehrlich zu sein. Für den Moment zumindest. Hier sind Männer. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Kaum. Immer kaum. Du musst danach schlucken. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Oh, hier sind ein paar Leute. Halt! Ich glaube, ich hab die Kräfte. Da ist ein Streuner! Schwör ab, du Monster! Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Ja, hallo? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Bezahlen will ich sie nicht. Direkt angreifen auch nicht. Mal schauen, ich frage sie einfach mal, was ihr vom Weidler wollt. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich helfe ihn einfach. Das ist eine neue Option. Das mache ich einfach. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Komm, Willi, hier ein. Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Ja, nur zu. Verschwinden wir, Jungs. So, und jetzt bin ich dran. Was soll die Beleidigung? Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat.
jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Ein bisschen bescheuert. Ganz bisschen. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Ich sag ja, bescheuert. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Ah, sie kannten sich. Aber wovor? Ist jetzt natürlich die Frage. Warum? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ist das mit Berlin? Sagen wir's, du ne? Hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ich suche sie. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Das ist doch eine Aber die Lüge. Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Na, fuck it. Von mir aus, ich helfe ihm. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin. Wo bist du nur hin? Na schön. Ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Questgegenstände. Du kannst einen Questgegenstand erhalten. Du hast einen neuen Questgegenstand bereit in den Einsatz vor. Indem du ihn im Inventar an Stelle platzierst und dann schnell Zugriff auswählst, drücke B oder halte R gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Gut, Inventar. Quest Gegenstände ist oben da. Perfekt. Ja. Was? Wo man das in der Welt ist, der Scheiß. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Ich habe auch nicht vor, irgendwas anzugreifen. Ah, hier sind Spuren. Hier entlang, glaube ich. So, jetzt hören wir natürlich auch einen Ticken besser mit den Hexersinnen. Wir können gut den Spuren folgen. Geht hier rechts rüber und ums Haus. Noch ein Hinweis. Eigentlich überall nur Spuren. So, da ist doch was. Warte, nein. Gut. Da war doch irgendwas. Na, egal.
den Spuren folgen dürfte reichen. Verdammt, was sind sie? Warum ist da links nochmal was? Ah, ich habe jetzt ein Gesamtgebiet. Okay. Ich höre doch was da hinten links. Hört sich stark nach Wölfen an. Was mache ich denn? Ich würde sagen, magische Falle hilft am meisten. Ich sehe sie schon auf der Minimap. Klar zu hören. Da haben wir sie auch schon. Zack. Oh, du blödes Viech. Da habe ich dich. Und dich auch. Von hinten angreifen. Also. Oh. Fuck. Zack. So. Bisschen plündern. Oder das Fleisch kann man immer brauchen. Ich höre doch was. Hätte was gehört. Glocke ausgerüstet. Das funktioniert noch nicht. Das ist sehr lustig. Alles, was passiert ist. Also. Kann nicht wahr sein. Ich will es hier aus, so wie es sein muss. Jetzt, na endlich. Da hinten. Da hinten, da hinten. Da. Hinter dem Busch, oder? Da bist du. Ja, da ist sie. Prinzessin, komm schon. Gehen wir zum Weideler. So, komm her. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Komm schon, verdammt. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Wohl andauernd. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Ach, zur Hölle bist du hin? Das blöde Viech. Warum läuft's denn da rechts zurück? Na. Kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Dämliches. Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Das ist echt schlimm, also. Verdammt, bist du hässlich. Fuck it. Bitteschön, bitteschön. Jetzt gibt's eine auf die Schnauze. Oh shit, das tut weh. Eigentlich trocknet er schon von dann. Aber den nehme ich mir jetzt auch. Oh fuck. Hätte ich auch so weit müssen. War keine gute Idee. Puh. Gar nicht mal so easy. Den plündere ich jetzt. Bisschen Bärenfell, Bärenteig, rohes Fleisch. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ja, musst du. Andauernd Glocke läuten, ne? Eine spannende Mission. Aber so abwechslungsreich, das finde ich wirklich gut. So, wo haben wir ihn denn? Da hinten ist die Hütte. Komm schon, Princess. Ist ja schlimm. Was ist mit dem Viech los? Nirgendwo zu finden. Prinzessin, lauf dem Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Dankeschön. Blödes Viech. So. Mein Zieglein. Liebes, süßes Zieglein. Okay, könnten wir da mal zum Punkt kommen? Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein könnten? Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Natürlich. Okay, dann besorge ich mal jetzt. Gut, bin gleich zurück. Ich könnte einen Baron aufschlitzen und er hat... Ha! Nein, der ist ja nicht mehr lebend. Ich muss ihn einfach nur so herbringen. Was weiß ich, irgendeine Ratte oder so. Ziegenmilch. Ich hoffe zumindest, dass es Milch ist. Reicht das?
Ja, na warte hin. Er zerstört halt einfach das Teil von mir aus. Gut. Ob er es nicht lassen kann. Okay. Oh. Tolle Info. War eine tolle Info. Ganz. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das war's? Das ist ein Scherz, ne? Schon vorbei. Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Hm, wessen Kind denn? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hm, ja, letzteres. Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Urrecht hat er recht. Leider. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Hm. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Okay. Oh, wozu brauchst du sein Blut? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Okay. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Gut. Lies im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene zu erfahren.